Zwischen Kakanien und Paradies. Die Wege zwischen Kakanien und Paradies, die ich nachzeichnen werde, kreisen nahezu ausschließlich um die Frage, wie die Untergangs- und Übergangsphase der österreichisch-ungarischen Monarchie sich mit dem utopischen Reich der mystischen Liebes- und Gottseligkeit verträgt und wie Ulrich sich als Wanderer zwischen den zwei Welten situiert. Der Ton sachlicher Beschreibung liegt auf dem Kontrast von Wirklichem und Möglichem und auf dem Bezug zwischen Ordentlichem und Außerordentlichem, zwischen Alltäglichem und Außeralltäglichem, zwischen Eigenem und Fremdem. Wiederholt beziehe ich mich auf Husserl, der mit seiner erneuerten Insistenz auf den Sachen selbst und mit seiner Phänomenologie der Erfahrung ein ferner Nachbar von Musil war. Außerdem berufe ich mich an passender Stelle auf Platon, dessen Wanderungen aus der Höhle und zurück in die Höhle zu den Urbildern philosophischer Grenzgänge gehören. Meine Darlegungen, die sich auf den Bahnen einer pathisch und responsiv verfassten Phänomenologie bewegen, durchlaufen 9 Etappen. Die erste Teil: Niemand als Nicht-Jemand. Der Mann ohne Eigenschaften, der als ein evasiver Held durch Musils Roman geistert, entspringt einem Widerstreit von Wirklichkeit und Möglichkeit, der nicht nur die Dinge betrifft, sondern auch mich selbst, der ich zusammen mit anderen die Welt bewohne. Ulrich, der mit dem bloßen Vornamen allen bürgerlichen Namens- und Standesregistern entschlüpft, ähnlich wie sich K. in Kafkas Schloss mit dem bloßen Anfangsbuchstaben begnügt, fühlt sich selbst mit einem Mal als ein Mann ohne Eigenschaften, da er, wie er sagt, auch sich selbst gegenüber keinen Wirklichkeitssinn aufbringt. Sein Jugendfreund Walter, der selbst zu den gewöhnlichen Menschen gehört, die zu wissen glauben, was und wer sie sind, bestätigt ihn darin. Er ist ein Mann ohne Eigenschaften. Auf die Frage, was denn dies sei, gibt er die lapidare Antwort: Nichts, eben nichts ist das. Das Spiel mit vorhandenen oder fehlenden Eigenschaften knüpft ein vielfältiges soziales Geflecht innerhalb der bunten Gesellschaft Kakaniens mit der Musil, die K&K-Monarchie persifliert. Ulrich, der Protagonist des Geschehens, macht 3 Anläufe, um in beruflichen Sonderwelten Fuß zu fassen. Zunächst versucht er es mit der Welt des Militärs, mit der er als Kriegsberichterstatter und als Kriegsverletzter an der österreichisch-italienischen Front in Berührung kam. Dann betritt er die Welt der Forschung und Technik im Schatten von Ernst Mach. Schließlich übt die Welt der Mathematik in ihrer Mischung aus Herzens- und Hirnkraft einen intellektuellen Zauber auf ihn aus. Doch die Enttäuschung lässt nicht auf sich warten. So versichert er, man hat Wirklichkeit gewonnen und Traum verloren. Bei Husserl, der ebenfalls als Mathematiker begonnen hat, klingt es nüchterner. In seinem Krisiswerk, das auch in den 30er Jahren entstand und das zunächst als Fragment in Belgrad erschien, moniert er das Überspringen der lebensweltlichen Erfahrung, da dies dazu führe, wie er sagt, dass wir für wahres Sein nehmen, was eine Methode ist. Ulrich begnügt sich mit der Rolle eines Zaungastes der Wiener Gesellschaft, indem er provisorisch als Ehrensekretär der groß angelegten österreichischen Parallelaktion einspringt. Ihm ergeht es ähnlich wie Sokrates, der als Bürger in Athen seinen Ort hat, aber aufgrund seiner Wunderlichkeit, seiner Haltlosigkeit, seiner Atopie nicht ganz dazu gehört, obwohl er
anders als der Kyniker Diogenes, nicht in eine Tonne flüchtet, sondern seine Bürger- und Militärpflichten erfüllt. Ähnlich ist auch Ulrich einer unter anderen, aber nicht ganz und gar, da ihn seine Anderszeit aussondert. Er gesteht sich selbst einen Charakter zu, wenn auch, wie er sagt, wenn auch ohne ihn zu haben. Sein und Haben klaffen auseinander. Dazu passt, dass Musil seinen Protagonisten zunächst anders nannte. Wer niemand ist, ist nicht schlechterdings niemand. Im Niemand steckt der Bezug auf jemand, mit dem schon Homer in seiner Odyssee spielt, indem er erzählt, wie der umherirrende Odysseus sich vor dem fürchterlichen Zyklopen hinter dem Namen Niemand, wörtlich nicht jemand, griechisch Utis, versteckt. Doch wie lässt sich vermeiden, dass der Nicht-Jemand sich in der Namenlosigkeit eines Irgendjemand verflüchtigt? Kommt mein zweiten Teil, Abschaffung oder Überbietung der Wirklichkeit. Was nun die Wirklichkeit ausmacht in ihrem Gegensatz zur Möglichkeit, so bezieht sich Musil gut phänomenologisch auf einen Wirklichkeitssinn, der durch einen Möglichkeitssinn auszubalancieren ist. Alles Wirkliche und Mögliche wird als Wirkliches und als Mögliches erfahren. Damit entfernen wir uns von dem postkartesianischen Streit um die Existenz einer physischen Außenwelt, die in der psychischen Innenwelt ihre ergänzende Abstraktion findet. Musil begibt sich ohne viel Worte auf den Boden einer phänomenologischen Erfahrung im Sinne von Husserls intentionalem Bewusstsein oder von Heideggers in der Welt sein. Die Wirklichkeit, auf die es ankommt, ist nicht in erster Linie Sache des Wissens oder des Tuns, sondern eines Unglaubens, eines Urglaubens, der laut Husserl in unserer Erfahrung verankert ist und jeder positiven oder negativen Stellungnahme vorausgeht. Es geht also im Mann ohne Eigenschaften keineswegs darum, Wirklichkeit und Möglichkeit gegeneinander auszuspielen, und es geht auch nicht darum, Mögliches in Wirkliches zu überführen. Gesucht wird vielmehr eine mögliche Wirklichkeit, nicht bloß die Möglichkeit einer Wirklichkeit, die wir ersinnen, erträumen und gegebenenfalls verwirklichen. Husserl unterscheidet dementsprechend auch zwischen leeren logischen Möglichkeiten, die wir uns ausdenken, und motivierten Möglichkeiten, die sich aus dem Erfahrungszusammenhang ergeben. Wirklichkeit und Möglichkeit greifen ineinander und dies führt zu verschiedenen Gewichtungen. Die Erörterung der Wirklichkeitsfrage führt bei Musil über verschiedene Stufen. Beginnen wir mit der ersten Hälfte des Romans im Land der Kakanien, so ergibt sich eine deutliche Stoßrichtung. Ulrich richtet seine skeptischen Attacken gegen eine festgefügte Wirklichkeit, die einen festen Rahmen hat wie die Tür, durch die wir ein Haus betreten. Er besteht darauf, dass die Wirklichkeit als Wirklichkeit erfunden ist. Kants produktive Einbildungskraft wird ausgedehnt auf das Leben im Ganzen. So stoßen wir auf ein, wie Musil sagt, Verlangen nach Unwirklichkeit, das sich bis zur Abschaffung der Wirklichkeit versteigt. Dieses Verlangen wird angestachelt durch die Konfrontation mit Ideen wie Seele, Geist, Leben, Ideal oder Macht, die sich wie Luftballons aufblähen und ständig zu zerplatzen drohen. Zu bedenken ist freilich, dass ein einseitiger Kampf gegen einen übersteigerten Wirklichkeitssinn ins Gegenextrem eines übersteigerten Möglichkeitssinnes umzuschlagen droht. Die Schwächung des Wirklichkeitssinnes gilt als ebenso pathogen wie die des Möglichkeitssinnes. Musil erwähnt selbst den Umschlag lang andauernder Zwangsvorstellungen in eine Ideenflucht, mit der Wirklichkeit, wie er sagt, sich selbst abschafft.
In der Tat sind Derealisierung und Depersonalisierung aus der Klinik ebenso bekannt wie die Fixierung auf eine, wie Musil sagt, erstarrte Mondlandschaft der Gefühle. Die Auswüchse einer allzu unbekümmerten Virtualisierung und Digitalisierung erzeugen ein erhöhtes Maß an Beliebigkeit, sodass alles Erreichte im Augenblick des Erreichens entwertet wird, als ob die Früchte nach Schatten schmeckten, wenn alle Äste voll sind. So wiederum Musil. Wechseln wir von da aus über zu den utopischen Gefilden, die sich in der zweiten Hälfte des Romans wie eine Sommerwiese vor uns ausbreiten, so vernehmen wir andere Töne, die auf keine bloße Abschaffung der Wirklichkeit hindeuten, sondern auf deren Überbietung durch eine beginnende Überwirklichkeit. Die mystischen Töne, die Musil anschlägt, erinnern an die negative Theologie mit ihrem Doppelweg von Via Negationis und Via Eminentiae, der dazu führt, dass das anfängliche Nein durch ein überschwängliches Ja wettgemacht wird. Ein vorbehaltloses Ja des Lebens zum Leben, das dem binären Ja und Nein vorausgeht, wäre ganz im Sinne Nietzsches, auf den Musil sich oftmals beruft. Doch dann stellt sich notgedrungen die Frage nach dem Bindeglied zwischen den beiden Buchhälften und nach einem möglichen Kreuzweg, an dem die Wege durch Kakanien und der Weg in einen anderen Zustand aufeinandertreffen. Ich komme zum dritten Teil, Ulrich als Zaungast in einer allzu normalen Welt. Die erste Hälfte des Romans trägt in ihrem zweiten Teil den Untertitel »Seinesgleichen geschieht«. Der schöne Austag des Jahres 1913 lässt den Ausbruch des Ersten Weltkriegs ahnen und der Leser schaut von Anfang an hinter die Kulissen des Geschehens. Schauplatz ist die Residenzstadt Wien. Wie jede Großstadt hat sie eine eigentümliche Physiognomie, deren Bedeutung der Autor allerdings sogleich abschwächt. Die Eigenschaftslosigkeit des Protagonisten färbt ab auf dessen Wohnort. Dennoch kann Wien seine Eigenart ebenso wenig verleugnen wie das Prag von Kafka oder das Dublin von Joyce. Nicht nur heimisch, sondern auch fremd ist man auf je besondere Weise. Der Roman setzt ein mit einem Verkehrsunfall, also nicht mit einer Handlung oder einer Redeäußerung, sondern mit einem Vorfall, der hier und jetzt geschehen ist und an dem der Fahrer eines Lastwagens ebenso beteiligt ist, wie das Opfer, das tot auf dem Bürgersteig liegt. Das wie tot auf dem Bürgersteig liegt. Das Ereignis tritt einmalig auf, aber beschrieben wird es nicht als einzigartig, sondern eben als etwas seinesgleichen. Dies gilt für Amtspersonen wie das herbeieilende Rettungspersonal, aber auch für ein unbeteiligtes Passantenpaar, eine Frau, die sich immerhin beunruhigt zeigt, und ihren Mann, der sich ganz und gar sachkundig gibt und die Ruhe behält. Mit dem Hinweis auf die Bremswege des Automobils macht er aus dem Unglücksfall ein rein technisches Problem. Verkehrsstatistiken aus den USA beweisen schließlich, dass es sich um ein, wie er sagt, gesetzliches und ordnungsgemäßes Ereignis handelt. Diese spontane Normalisierung, die jede Besonderheit sogleich einebnet, gießt das, was im Einzelfall geschieht, in eine feste Form. Mit ähnlichen Prozessen der Normalisierung hat es die Erzählung unaufhörlich zu tun. Der Erzähler bleibt selbst davon nicht verschont. Anlässlich seiner polizeilichen Festnahme, die sich hinterdrein als übereilig herausstellt, notiert er mit süffisanter Ironie die, wie er sagt, statistische Entzauberung seiner Person
mittels derer alle gefühlten Eigenheiten, beginnend mit Name, Gesicht und Körpergröße, sich auf genormte Daten reduzieren. Die Erfahrung wird abgebremst, bevor sie sich entfalten kann. Ähnlich steht es mit historischen Ereignissen wie dem Balkankrieg. Ulrich lässt sich auch hier nicht aus der Ruhe bringen. War eigentlich Balkankrieg oder nichts? Irgendeine Intervention fand wohl statt, aber ob es Krieg war, er wusste es nicht genau. Und er wollte es wohl auch nicht so genau wissen. Erfahrung im starken Sinne beginnt jedoch nicht damit, dass wir gezielt etwas zur Kenntnis nehmen wie ein Detektiv. Es beginnt damit, dass uns etwas auffällt und unsere Aufmerksamkeit weckt, bevor es im Laufe der Gewöhnung seine Besonderheit einbüßt und Gras darüber wächst, wie wir zu sagen pflegen. Dies sind die Worte von Musil, die Unverantwortlichkeit und Halbfertigkeit der Einfälle tut der Autor in seinem Streben nach Genauigkeit allzu rasch als bloße Subjektivität ab, obwohl das von Lichtenberg über Nietzsche bis zu Freud hochgeschätzte Es denkt zur produktiven Unterströmung der Erfahrung gehört. Anstatt nun Unmögliches zu versuchen, nämlich das Kaleidoskop normalisierter Ereignisse und Figuren, das auf hunderten von Seiten vor uns ausgebreitet wird, im Einzelnen durchzugehen, konzentriere ich mich auf die Frage, wie Buch 1 mit Buch 2 zusammenhängt. Der Riss, der die beiden Buchhälften voneinander trennt, bedeutet nicht nur einen Orts- und Klimawechsel, sondern stellt uns vor eine Zerreißprobe. Als Phänomenologe, der den Bruchstellen der Erfahrung große Aufmerksamkeit schenkt, sehe ich mich auf besondere Weise herausgefordert. Nun der vierte Teil, Ulrich und Agathe auf der Schwelle zu einem Reich mystischer Vereinigung. Auch die zweite Buchhälfte setzt ein mit einem einschneidenden Ereignis, das sich allerdings nicht in aller Öffentlichkeit abspielt, sondern abseits im familiären Bereich einer Provinzstadt. Wie auf der Drehbühne wechselt die Szene. Eine Umkehrung der Erfahrung, die an die Umlenkung der Seele und den Ausstieg aus der Höhle in Platons Politeia erinnert, ergibt sich für Ulrich aus dem, wie er sagt, dem Ableben seines Erzeugers. Er fühlt sich mit einem Male ganz allein auf der Welt, ich zitiere, als wäre ein Ankertau zerrissen, denn so gerät er in, wie er sagt, einen sich nun ganz herstellenden Zustand der Landesfremdheit in einer Welt, der er durch seinen Vater noch verbunden gewesen war. Diese Trennung ähnelt einer nahezu klinischen Operation, da von einer wechselseitigen Neigung zwischen Sohn und Vater zeitlebens wenig zu spüren war. Die früh verstorbene Mutter wird in der Erzählung auch nur erwähnt, aber nirgends vermisst. So bleibt in den Gefühlen Raum für Agathe, die vergessene Schwester, die Ulrich nach langer Zeit wiedersehen. Das Wiedersehen findet statt auf den, wie er sagt, auf den Trümmern seiner Kindheit in seinem Geburtshaus, das sich in ein Trauerhaus verwandelt. Die Tatsache, dass hierbei der Vergangenheit ein besonderes Gewicht zufällt, führt unwillkürlich in die Nähe der Freudschen Psychoanalyse, der unser Autor jedoch geflissentlich aus dem Weg geht. Die wirkliche Welt von Menschen mit Eigenschaften macht sich jedoch auch in der Todesstunde bemerkbar. Der sterbende, wie es heißt, wirkliche geheime Rat inszeniert seinen Tod ante mortem, indem er nicht nur das übliche Testament aufsetzt, sondern in einem an den hinterbliebenen Sohn gerichteten Telegramm den Tod gleichsam vordatiert. So heißt es:
Setze dich von meinem erfolgten Ableben in Kenntnis. Das schreibende Ich wird im Stil älterer Familienpost ausgespart. Kara geht es kaum. Auf den Blick über die Todesschwelle, der uns mit Relikten der gewohnten bürgerlichen Welt vertraut macht, folgen nun heilige Gespräche und wundersame Erlebnisse, die uns in eine andere Welt entrücken. Um sich in den ersehnten Zustand der, wie es heißt, Gottes Ergriffenheit zu versetzen, greift Ulrich zu den frommen Schriften von Mystikern, auch zu Bubers ekstatischen Konfessionen. Er entdeckt darin, wie er sagt, Abenteuer der Seele ganz im Stile einer offenen Erfahrung, die auf Subjekt und Objekt verzichtet und sich nicht an Seele und Gott klammert, wie, so heißt es, an zwei Türpfosten, zwischen denen sich das Wundersame öffnen wird. Agathe, die durch eine enge klösterliche Erziehung vorbelastet ist, lernt, dass der Glaube nicht eine Stunde alt sein darf. Man kann Gefühle nicht auf Eis legen, um sie bei Bedarf wieder hervorzuholen. Die Reise, die die beiden Geschwister gemeinsam antreten, hat mit heiklen Unsicherheiten zu rechnen. Sie führt an den Rand des Möglichen. Im Inzest streift sie die Gefahren des Unmöglichen und Unnatürlichen und sie strebt hin auf eine rückhaltlose Gottesergriffenheit ohne Gott. Diese Reise kann irgendwo beginnen. Um uns in den Bereich eines anderen Lebens zu versetzen, genügt der Anblick einer weidenden Rinderherde oder das Sitzen auf einem umgestürzten Baum. Die Alltagsmystik, die sich hier andeutet, schöpft aus der holländischen Landschaftsmalerei. Unterwegs begegnet dem Geschwisterpaar Unmögliches, doch, wie es heißt, ohne dass irgenderlei geschah. Es genügt, ich zitiere, ein wenig Wirkliches mit viel Übertreibung, um Unwiederholbares hervorzulocken, das, so heißt es, die Natur des Gesteigerten hat. Das Jenseits beginnt also im Diesseits, es beginnt platonisch gesprochen mit einem Mehr an Sein. In dem Zaubergarten, den wir unter Mondstrahlen bei Tage betreten, ist es das Grasgrün des Rasens oder das Grün eines Kleides, das als Unfassbares aus einem fassbaren Einzelerlebnis hervorleuchtet. Die taghelle Mystik, die hier aufblüht, unterscheidet sich, wie Ulrich spöttisch bemerkt, von einem verschämten Stell dich ein mit der Natur, von einer gottseligen Einfalt, die sich, ich zitiere weiter, die sich einbildet, wenn sie kaum den Kopf ins Gras lege, kitzle sie schon Gott am Hals, ob zwar sie an Wochentagen nichts erwidert hat, dass die Natur an der Fruchtbörse gehandelt wird. In diese, wie Musil sagt, Schleudermystik zu billigem Preis, ihre Sumpfblüten hervortreibt, klingen Stimmen aus Kakanien nach, nämlich die Schwärmerei der von Dämonen heimgesuchten Clarissa, die in manchen Augenblicken nur noch inwesend zu sein scheint. Dann der mystische Antisemitismus Gerdas im Hause Fischel oder die weltumspannende Vereinigung von Seele und Wirtschaft bei dem Großschriftsteller Arnheim. Diese, wie Musil sagt, verarmte Vernunft des Tages ist es, vor der die Geschwister in einen gemeinsamen Zustand fliehen. Das gedämpfte Licht des Mondes begleitet sie auf ihren Wegen an die Ränder der Alltagswelt. Die Wahl des Namens Agathe mit dem Platons Agathon auf weibliche Weise personifiziert wird, deutet ebenso wie die säkularisierte Gestalt Diotimas
auf eine platonische Unterströmung hin, die nicht in den Gewässern eines sensualistischen Empirismus oder im, wie es heißt, riesenhaften Einerlei des technischen Zeitalters zerrinnt. Nun der fünfte Teil, Rückreise in die gewohnte Welt oder Ausreise in eine andere Welt. Wo endet die Reise, die sich als Reise ins Paradies ankündigt? Wer sich auf einen Flug in eine andere Welt gefasst macht, gerät in einem Nachlasskapitel in eine unerwartete Fallgrube. Hinter dem unverdächtigen Titel Wandel unter Menschen verbirgt sich nicht mehr und nicht weniger als eine Rückkehr in die alte Welt. Auch in Platons Politeia Buch 7 führt der Abstieg in die Höhle zurück, doch dort geschieht dies im Nachglanz der Idee des Guten. Anders bei Musil. Die Wende beginnt mit der Mitteilung, dass Ulrich und Agathe eine Reise vorschützten und sich auf keine Weise erreichen ließen. Sie meiden zwar das bekannte Milieu, doch überlassen sie sich in der Suche nach seelischer Entlastung anspruchslosen Großstadtströmungen. Und noch nie war ihnen ihre Stadt, wie sie versichern, so fremd und schön zugleich vorgekommen. Für uns von der Virusepidemie heimgesuchte, klingt dies nach zeitweiliger Aufhebung der Quarantäne. Ich zitiere wiederum Musil. Die Geschwister nahmen die Einladung, sich der Welt zuzuwenden, nicht ungern an. Doch war mit dem Urlaub vom Leben nicht ganz anders gemeint als bloß ein vorübergehender Ausflug. Folgen wir dem Lauf dieses Textes, so verschwindet die Welt einer erträumten Möglichkeit hinter der allzu bekannten Welt, in der lediglich seinesgleichen geschieht. Frei nach Hobbes gebietet das erste Gesetz des Lebens, sich selbst zu erhalten. Doch hinzu kommt in unserem technisch bestimmten Zeitalter die Erzeugung und Erhaltung eines mittleren Lebenszustands. Von diesem Kräftespiel profitiert der Durchschnittsmensch, also Nietzsches Herdentier, in der Erwartung, dass eins so möglich sei wie das andere. Es entsteht, wie Musil sagt, eine Unruhe ohne Sinn, worin der statistische Zufall regiert und das Wahrscheinliche an die Stelle des Wahren tritt. Dieses überraschend eingeschobene Kapitel endet damit, dass Ulrich sich für das Gespräch entschuldigt, er sei darin abgeirrt, obwohl, wie er sagt, ein zärtlicher Anhauch den Anfang gebildet hatte. Das als weiteres Sonderkapitel nachgeschobene Fragment Atemzüge eines Sommertags, an dem der Autor laut Auskunft seiner Frau bis kurz vor dem Tod gearbeitet hat, wäre dann nur ein Nachzügler vielversprechender heiliger Gespräche. Doch die vorliegende Abfolge der Kapitel hat etwas Rhapsodisches. In einem späteren Kapitel taucht inmitten vieler Nachlassentwürfe die geplante Reise in das Paradies nochmals auf. Dieser Textdschungel nährt Spekulationen über den möglichen Ausgang der Erzählung, die ich aber den Textexperten überlasse. Als philosophisch interessierter Leser beschränke ich mich auf Vermutungen, wie sich ein Übergang vom gewöhnlichen zum anderen Zustand, vom ordentlichen zum außerordentlichen Zustand überhaupt denken lässt. Nun der sechste Teil, das offene Ende des Romans und die Unfertigkeit der Sache. In einer späten Bemerkung aus dem Nachlass, die abermals zu einer Engführung von Musil und Husserl-Lektüre einlädt, erläutert Musil seinen eigenen Standpunkt als den des Erzählers. Er zieht sich nicht zurück auf Absichten des Autors, sondern beruft sich auf sachliche Voraussetzungen des Erzählers,
darunter eine Unfertigkeit der Sache. Sie hat auch Husserl im Sinn, wenn er ausdrücklich versichert, als Phänomenologe ziele er nicht auf eine fertige Welt, sondern auf eine Welt im Werden. Nicht die Skepsis des Autors ist es also, gegen die Musil ankämpft, sondern er ist überzeugt, dass die Sache selbst nur einen Teil der Wahrheit freigibt. Ähnlich wiederum Husserl. Für ihn hat die Wahrheit ihre eigentümlichen Horizonte mit all den Relativitäten und Unbestimmtheiten, die weder einen skeptischen Relativismus noch einen logischen Absolutismus rechtfertigen. Was Musil angeht, so verspricht er, das Leben im Original zu bieten und nicht nur einen subjektiven oder literarischen Widerschein des Lebens. Gleichzeitig fordert er von seinen Lesern, dass sie ihr Vorurteil disponieren und auf ein unmögliches Ganzes verzichten. Im Hinblick auf unwirkliche und mystische Erfahrungen empfiehlt Husserl, sich der Unwirklichkeit zu bemächtigen. Aber gleichzeitig stellt er fest, fragt er sich, ob dieser Abschluss nicht fast ein Unsinn sei. Damit nähert er sich der paradoxen Form einer Fremderfahrung, die laut Husserl eine paradoxale Art von Zugänglichkeit des original Unzugänglichen erfordert. Eine Aneignung des Fremden würde, so sie gelänge, die gesuchte Unwirklichkeit in eine schlichte negative Form der Nichtwirklichkeit verwandeln, mit der Folge, dass auch der Mann ohne Eigenschaften schlechthin niemand wäre. Wäre ein solches Ende nur fast ein Unsinn, gibt es etwa etwas, das dieses Ende aufschiebt? Wir stutzen nochmal, wenn wir im gleichen Text lesen. Die Geschichte dieses Romans kommt darauf hinaus, dass die Geschichte, die in ihm erzählt werden sollte, nicht erzählt wird. Was könnte mit dieser ausgelassenen Erzählung gemeint sein, wenn nicht genau der Übergang von Kakanien in das Paradies, mit dem der Mann ohne Eigenschaften nicht nur feste Eigenschaften ablegt, sondern über jede Eigenheitssuche und Eigensucht hinaus gelangt? Gäbe es keinen solchen Übergang, so zerfiele die Erzählung in zwei separate Geschichten. Musil gesteht sich ein, das Werk ende auf dem Höhepunkt einer Wölbung, die auf der anderen Seite keine Stütze finde. Treffe dies zu, bliebe dann von dem Roman mehr zurück als ein utopisches Luftschloss? Ich komme zu Teil 7, Geschehnisse und Widerfahrnisse. Kehren wir nochmals zurück zur Architektur der Gesamterzählung. Gibt es wirklich nichts, das die fehlende Stütze ersetzen oder überflüssig machen könnte? Von dem Motto, seinesgleichen geschieht, das uns wie in Leuchtschrift durch Wiens Straßen und Paläste begleitet, geht eine entzaubernde Wirkung aus. Ich zitiere, es ist passiert, sagt man dort, wenn andere Leute anderswo glaubten, es sei Wunder, was geschehen. Doch man könnte besagten Slogan, der längst in einer Wiener Wochenzeitung Einlass gefunden hat, fortsetzen mit einer Frage. Seinesgleichen geschieht, aber wem? Geschieht denn, was geschieht irgendwem? Wir schlagen vor, sprachlich und sachlich zu unterscheiden zwischen Geschehnissen, die sich irgendwo und irgendwann ereignet, auch wenn sich niemand um sie kümmert, und Widerfahrnissen, die mir, dir oder sonst jemandem zustoßen und die ohne den Bezug auf Beteiligte ihren Sinn verlieren würden wie ein anonymer Schmerz. Solche Widerfahrnisse nehmen eine gesteigerte Form an in den Grundaffekten des Erschreckens und des Erstaunens, die uns erschüttern und aus dem Gleichklang des Vertrauten herausreißen. Widerfahrnisse lassen sich zwar als Geschehnisse beobachten,
Dennoch sind sie in sich selbst mehr als etwas seinesgleichen, das in den Zeitungen nachzulesen ist unter den Faits divers. Ulrich neigt zu ironischen Übertreibungen. Als Zuschauer im Moosbrugger Prozess äußert er die Vermutung, Ungewöhnliches erfahre man heute viel eher durch die Zeitung, als dass man es selbst erlebe. So schreibt er, im Abstrakten ereignet sich heute das Wesentlichere und das Bedeutungslose im Wirklichen. Müssen wir sagen, dass Ulrich etwas als Fait accompli nimmt, was doch zur Formation und Deformation der Erfahrung gehört? Zur Bezeichnung einer Erfahrung, die wir machen, aber nicht im Sinne des Herstellens, sondern im Sinne des Durchmachens, benutze ich das griechische Wort Pathos, das uns sowohl aus der griechischen Tragödie wie aus der griechischen Philosophie bestens vertraut ist. Das Wort, das sich von dem Verb Paschein herleitet, bezeichnet dreierlei, nämlich das Erleiden im Sinne des Passivs, das Leiden unter Widrigem und die gesteigerte Form der Leidenschaft. Was uns derart unter wechselnden Umständen widerfährt, ist ursprünglich nicht etwas Wirkliches oder etwas Mögliches, das der Fall sein könnte, sondern etwas, wovon wir affiziert werden und worauf wir mit unserer gesamten leiblichen Existenz antworten, was immer wir sagen, tun oder fühlen. Die fremde Wirkung, die in unserem Antworten zutage tritt, geht jeder Qualifizierung oder Disqualifizierung voraus. Pathos und Respons entziehen sich somit der propositionalen Differenz von Subjekt und Objekt, von Subjektivität und Objektivität. Dies betrifft nicht nur individuelle, sondern auch kollektive und historische Ereignisse wie Krieg, Reformation oder Erfindung. Jakob Burckhardt, der ähnlich wie Nietzsche auf eine historistische Aufweichung der Geschichte reagiert, fordert daher, wie er sagt, eine pathologische Betrachtung, die gleichermaßen vom duldenden, strebenden und handelnden Menschen ausgeht. Nun Kapitel 8, Moosbruggers Lektion. Dass Ulrich als Mann ohne Eigenschaften sich der Einordnung in funktionale Ordnung widersetzt, liegt auf der Hand. Doch auch die anderen, mit denen er verkehrt, sind nicht allesamt Menschen mit besonders festen Eigenschaften. In Gestalt der gerichtsnotorischen Figur eines Moosbrugger stößt Ulrich auf eine Art alter Ego. Der Prozess gegen diesen Zimmermannsgesellen, der freundlos durch die Lande zieht und schließlich als Lustmörder angeklagt wird, bildet ein pathologisches Intermezzo. Es deutet sich eine Digitalisierung des persönlichen Geschehens an, die weit in unsere Zukunft weist. Der Angeklagte gerät in das Fadenkreuz juristischer und psychiatrischer Befragungen. Experten streiten sich darüber, ob der Delinquent als zurechnungsfähig anzusehen sei oder nicht, ob er also in die rettende Klinik gehöre oder in die Todeszelle des Gefängnisses. Auf solch professionelle Weise wird aus dem Außenseiter ein Mann mit Eigenschaften, es fragt sich nur, mit welchen. Hauptwidersacher sind für den Ankläger die Richter, die aus ihm einen besonderen Fall machen, während er sich selbst eine eigene Welt zuerkennt und ein, wie er sagt, wahres Leben, das nur für ihn vorhanden ist. Gleichzeitig beteuert er, dass er nicht an seinem Leben hänge. Was hätte er daran lieben sollen, so fragt er sich. Das erste Gesetz des Lebens, das auf Selbsterhaltung abzieht, verliert bei ihm offenbar seine Kraft, wie wir es auch heute von Selbstmordattentätern kennen. Voller Entschlossenheit und mit einem gewissen Stolz verteidigt er aber die von überall her zu ihm dringenden Stimmen. Er verteidigt sie als
Fachleute, mögen psychiatrische Klugköpfe sie als Halluzination bezeichnen oder wie sonst. Er wehrt sich gegen die, wie er sagt, Grausamkeit des Denkens, das mit den ihm genehmen Begriff schaltet, ohne sich um die Gewichte von Leid und Leben zu kümmern. Die entscheidende Sitzung, in der das Urteil verkündet wird, endet mit einem Schlusswort des Angeklagten, mit dem dieser das Urteil zwar annimmt, die Zustimmung aber durch das Eingeständnis seines Irrsinns erheblich abschwächt. So bemerkt er, ich bin damit zufrieden, wenn ich Ihnen auch gestehen muss, dass Sie einen Irrsinnigen verurteilt haben. Für jeden Performationstheoretiker wäre es ein leichtes, einen performativen Widerspruch zu statuieren. Die Selbstaussage eines Irren hebt sich offenbar selbst auf. Dennoch gehört sie zum gerichtsmedizinischen Befund und so auch zur Erzählung. Ulrich, der den Winkelzügen der Verhandlung atemlos gefolgt ist, gibt sich mit dieser Lösung nicht zufrieden. Für ihn steht unsere gesamte sogenannte normale Erfahrung insgesamt auf dem Spiel. Ich zitiere seinen Kommentar: Das war deutlich Irrsinn und ebenso deutlich bloß ein verzerrter Zusammenhang unserer eigenen Elemente des Seins. Die Brüchigkeit unserer Erfahrung hat zur Folge, dass es in unserer Welt eben nicht völlig mit rechten Dingen zugeht. Wenn seinesgleichen geschieht, so doch nur auf der Folie des Ungleichen. Unsere alltägliche Erfahrung wäre demnach mit Außeralltäglichem und alles Heimische wäre mit Fremdem durchsetzt. Demnach gelte, was normalisiert wird, ist nicht normal, so wie das, was gleichgesetzt wird, nicht gleich ist. Würde die Scheidung der Menschheit in Menschen mit und ohne Eigenschaften ausnahmslos der Erfahrung aufgezwungen, so käme es zu den extremen Formen eines Ordentlichen ohne das Salz des Außerordentlichen und umgekehrt eines Außerordentlichen ohne die Speise des Ordentlichen. In diesem Sinne zitiere ich einen frühen Entwurf der Reise ins Paradies, wo der Autor bemerkt, ich zitiere, Speisen ohne Salz sind unerträglich, aber Salz ohne Speisen in großen Mengen ist ein Gift. Phantasten sind Menschen, die von Salz allein leben wollen. Ich komme zum neunten und letzten Teil, Erzählbares und Unerzählbares. Man könnte sich fragen, ob sich im Roman selbst nicht eine untaugliche Alternative aufdrängt. Einerseits gelte dann die Vorliebe einem vielleicht, ein peut-être, ein maybe, das hieße, etwas kann sein, kann aber auch nicht oder auch kann auch anders sein. Andererseits würde sich die Sehnsucht auf etwas richten, das ganz anders ist. Doch diese Alternative stellt uns wieder vor die Frage nach dem ausstehenden Ende des Romans. Wäre das vielleicht etwa das letzte Wort? Ich versuche es mit einem letzten Wollte. Musil legt Ulrich ein essayistisches Bekenntnis in den Mund. Der Essay wäre demnach keine bloße Überzeugung, die zwischen Wahrheit und Irrtum hin und her schwankt, sondern eine, ich zitiere, einmalige und unabänderliche Gestalt, die das innere Leben eines Menschen in einem entscheidenden Gedanken annimmt. Ein großes Wort. Bevor ich die zahlreichen Widerrufe und Vorbehalte anführe, die einer solchen Entschiedenheit widersprechen, frage ich mich, ob nicht der Essayismus eines unentwegten Schreibens zu ergänzen wäre durch den Essayismus eines unaufhörlichen Lesens, das kein Ende findet. Ich denke dabei nicht an die schlechte Unendlichkeit des Endlosen und so weiter, sondern ich denke an
Unerzählbares inmitten des Erzählten als eine Form des Außerordentlichen. Jenseits von purer Wiedergabe und purer Erfindung hätte radikales Erzählen es mit einer Erzählung zu tun, die erst im Erzählen und Wiedererzählen Gestalt annimmt. Das Unerzählbare beträfe in besonderem Maße den Anfang des Erzählens, der immer schon gemacht ist, und das Ende des Erzählens, das immerzu bevorsteht. Es beträfe aber auch die Unterbrechungen, die aus der Literaturanalyse als blank bekannt sind und in denen das Sprechen und Schreiben Atem holt, angesichts eines, wiederum Musil, eines Geschehens, ohne dass etwas geschieht. Die Kluft, die sich auf dem Weg zwischen Kakanin und Paradies auftut, ließe sich vielleicht als ein Hiatus verstehen, der seine Stütze nirgendwo anders fände, als im Zuge eines Erzählens, das sich auf Fremdes einlässt. Auch dies würde zur Unfertigkeit der Sache gehören. Ich breche hier ab und werfe nur noch einen Seitenblick auf die offenen Horizonte des Romangeschehens. Leser, die sich in Musils Roman vertiefen, stoßen unwillkürlich auf Spuren eines Zeitgeschehens, das den Rahmen des Erzählens überschreitet, auf Spuren, die man aber nicht völlig ignorieren kann, ohne sich in ein ästhetisches Wolkenkuckucksheim zu flüchten. Zeitgenössische Ereignisse und Umstände sind nicht einfach außerhalb der Literatur anzusiedeln. Sie sind in verwandelter Form gegenwärtig als das, was in der Erzählung selbst zur Sprache drängt. Bei der Lektüre von Musil habe ich mich wiederholt gefragt, ob in dem, was Ulrich sagt, denkt und schreibt, ein hinreichendes Potenzial an Widerstandskraft steckt, das den Herausforderungen des bevorstehenden Ersten Weltkriegs und denen des nachfolgenden anderen tausendjährigen Reiches standgehalten hätte. Die Frage bleibt, selbst wenn wir annehmen dürfen, dass Ulrich bei der Fortsetzung des Romans durch seine Ideenskepsis vor den schlimmsten Verführungen und Verirrungen bewahrt geblieben wäre. Jedenfalls empfiehlt es sich, einen Blick auf jene Werke zu werfen, die zur gleichen Zeit erschienen und deren Autoren unter ähnlichen Voraussetzungen schrieben wie Robert Musil. Ich denke etwa an Alfred Döblins Alexanderplatz, an Heinrich Manns Untertan, an Thomas Manns Dr. Faustus oder an Annette Kolbs Schaukel. Seinesgleichen geschieht, doch nichts, was geschieht, gleicht sich aufs Haar. Damit möchte ich schließen.